Eine der häufigsten Fragen, mit der wir beim Ausbau der Stromnetze konfrontiert sind, lautet: Was ist eigentlich mit den Folgen für Mensch und Natur? Interessiert das bei euch überhaupt irgendjemanden? Kurze Antwort: Ja. Lange Antwort: Wir ermitteln, beschreiben und bewerten die Folgen für die Umwelt am laufenden Leitungsmeter und achten dabei auf einen umweltschonenden Verlauf. Wie wir das genau machen? Otte erklärt. Hallo, mein Name ist Matthias Otte. Und mit dem Umweltschutz warten wir nicht erst, bis Gras über die Sache gewachsen ist. Wenn die Pläne für eine neue Stromtrasse geprüft werden, halten wir bereits parallel in einem Umweltbericht fest, welche Folgen diese Entscheidung konkret für die Umwelt haben könnte. Gleichzeitig müssen wir aber noch vielen weiteren Akteuren gerecht werden. Es geht deshalb am Ende immer um den bestmöglichen Kompromiss. Wobei die Umwelt unter all diesen Aspekten eine ganz besondere Rolle spielt, denn Wasser und Boden, um die es heute geht, müssen wir schützen. Im Regelfall führt eine Freileitung über offene Felder. Hier sind die Auswirkungen vergleichsweise gering. Lediglich die Fundamente der Masten versiegeln den Boden. Die müssen daher möglichst klein sein, damit die Auswirkungen auf das Grundwasser gering bleiben. Anders sieht es aus, wenn eine Leitung durch einen Wald führt. Hier dürfen dann auf der Trasse in Zukunft keine hohen Bäume mehr wachsen. Dies ist jedoch nur auf einem Bruchteil der Strecken der Fall. Bei neuen Freileitungen werden unterhalb der Trassen langsam wachsende Pflanzen angesiedelt. Das ermöglicht es unter anderem, ähnliche Bodeneigenschaften wie vor dem Bau beizubehalten. Daneben gibt es eine Handvoll Umweltauswirkungen, die vor allem während der Bauzeit auftreten. Nach Abschluss der Arbeiten wird hier wieder der ursprüngliche Naturzustand hergestellt. Am Ufer von Flüssen und Seen dürfen zum Beispiel keine Baustellen oder Fahrwege errichtet werden. Der Einsatz von Kettenfahrzeugen und das Auslegen von Matten reduzieren die Folgen für den Boden, der so weniger stark zusammengedrückt wird. Sie sehen, ganz behördentypisch haben wir einen riesigen Stapel an Vorschriften, verhindern damit aber auch so gut wie möglich, dass es insgesamt zu einer Verschlechterung kommt. Die Bauphase von Erdkabeln beeinflusst das Grundwasser in der Regel übrigens gleich eine ganze Ecke mehr. Aufgrund der deutlich umfangreicheren Tiefbauarbeiten. Hier ist es besonders wichtig, auf eine bodenschonende Bauweise zu achten. Nach der Verlegung der Kabel werden alle Schichten so wieder aufgefüllt, wie sie entnommen wurden. Anschließend kann die Trasse wieder bepflanzt und landwirtschaftlich genutzt werden. Falls nicht, werden an anderer Stelle entsprechende Grünflächen geschaffen. Sind die Kabel einmal verlegt und alle Masten aufgestellt, kann endlich Strom fließen. Doch wo Strom fließt, entsteht auch Wärme. Bei Freileitungen ist das für den Boden unbedenklich. Logisch. Bei Erdkabeln wird die Wärme an die Erde abgegeben. Wohin auch sonst? Wie viel Wärme wirklich entsteht, hängt vom Stromfluss ab. Die aktuellen Erkenntnisse legen nahe, dass es an der Oberfläche keine erhebliche Erwärmung gibt. Wir tun außerdem so ziemlich alles, um unser Wasser zu schützen. Denn alle bisher genannten Maßnahmen berücksichtigen auch immer Auswirkungen auf unser Wasser. Unterstützung erhalten wir dabei von der Europäischen Wasserrahmenrichtlinie. Die besagt: Wasser ist keine übliche Handelsware, sondern ein ererbtes Gut, das geschützt, verteidigt und entsprechend behandelt werden muss. Beeinträchtigungen lassen sich wie bei jedem Bauvorhaben bis zu einem gewissen Grad einfach nicht vermeiden. Und genau deswegen machen wir vorher die Umweltberichte, um die realen Auswirkungen zu erkennen und sie so gering wie möglich zu halten oder sie im Idealfall komplett zu vermeiden. Tatsächlich gäbe es noch sehr viel mehr zu erzählen. Zum Beispiel fein abgestimmte Biotopmanagementpläne, Bodenschutzkonzepte, haufenweise DIN-Vorschriften und. Wie üblich gibt es weitere Informationen zu diesem Thema für alle Leseratten unten in der Videobeschreibung. Zum nachhaltigen Schutz dieses Kanals kann ich übrigens ein Abo empfehlen. Das sorgt im besten Fall sogar dafür, dass uns dieses gemeinsame Jahrhundertprojekt am Ende ein Stückchen besser gelingen wird.
Ich freue mich aufs nächste Video. Bis dahin, machen Sie es gut. Ihr Matthias Otte.